Und es ist wieder mal Zeit für eine Blutnacht. Es wird super, diesmal mit 2000 Minen, das wird der Shit. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir sind hier wieder mal in unseren Last-Minute-Vorbereitungsscheiß und hängen eigentlich echt hinterher. Oh ja. Denn wir haben eine Ecke vergessen. Ja, der No-Budget-Nerd ist natürlich auch wieder da. Juhu. Und ja, wir haben ein bisschen nachgerüstet. Mhm. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen mehr. Ich platziere das hier mal eben. Beton wolltest du noch, ne? Ja, ein bisschen. Phänomenal. Ja. Zeig den Leuten nochmal da unten das Minenfeld. Genau, wir haben um die 2000 Minen verbaut. Ne? Also, ja, das ist, das mit den Gitter ist scheiße. Da fliege ich garantiert runter und dann ist hier Tiddle. Ja. Und ja, es wird ein Spaß. Ich mache unten schon mal die Türen zu. Ist vielleicht eine gute Idee. Zack, Türen zu. Türen zu. Und ich gehe gleich in den Keller und schalte mal gleich die Fallen ein. Und ja, haben jetzt diesmal auch ein bisschen mehr... wie heißt's? Nachteilen einschalten. Ein paar mehr Türme mit aufgestellt und haben mal auf Stahlfallen aufgerüstet und außerdem ein paar Kabel hier nach hinten verlegt, damit nicht sofort alles kaputt geht. Das war beim letzten Mal ein kleineres Problem. Und ja, ich bin ficke gespannt, wie es abgeht. Ne, ich produziere gerade nebenher noch ordentlich Munition für meine Türme. Oh, die kann natürlich zu. Und man sieht, die Engine ist echt am Kämpfen. Blendet hier immer wieder Sachen aus, ne, um die Framerate irgendwie oben zu halten. Aber wenn jetzt gleich in der vierten Minute nach etlich viele Zombies auf uns zustürmen, dann würde ich nicht wissen, wie die Frames noch gehen. Ja. Ja, also hier im Nahbereichperimeter liegen ungefähr 700 Minen, ne, grob beim Daumen. Und dahinter auf die ganzen einzelnen Barrikaden verteilt nochmal 1300, so den Dreh. Und ich sehe mich hier schon runterfliegen, diese scheiß Gitter, ey, habe ich Holz dabei. Hast du noch irgendwo noch Holz? Ich habe nur Holzleitern. Ich weiß auch nicht, warum ich die habe. Aber die hast du, damit wir hier dauerhaft hochkommen. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe hier diese Holzfassade. Nein, Diggi, wir haben vergessen, die Stützen von der Brücke aufzuwerten. Die werden uns alles wegreißen. Ja, das kann gut sein. Oh, scheiße. Aber dann sind die halt weg. Manchmal ist das so. Okay. Es geht los, es geht los, Digi. Ja, ich setze hier gerade noch spar am Anfang vielleicht ein bisschen Munition. Da fliegen sie doch schon. Oh. Rabimmel, Alter. Wie geil ist das denn? Richtig gut. Ich setze auch meine Türme noch gar nicht. Ums, Alter. Wie fett ist das denn? Geiles Feuerwerk. Alter. Ins Gesicht. Ja, also sie bringen halt nicht so viel, wenn sie da gehäuft liegen, aber, oh, herrlich, aber geil kommt's schon. Rabimmel. Alter, das musst du unbedingt in Slow-Mo setzen, Alter. Rums. Guck mal, der Typ da. Alter. Guck dir mal, wenn die Zombies so hochfliegen, Digi, du musst es sehen. Die fliegen hoch. Hund, Alter. Der Hund. Der Hammer. Die fliegen überall. Ja, Mann. Und Rambimmel. Alter. Aber der Hund ist über drei Stücke, ist er noch rübergekommen. Oh, den kommt man mal so weg. Meine Fresse, ist das ein geiler. Der Hund, kommt wieder ein Hund. Rabimmel. Alter, das knallt aber auch. Ja, gut, bis hierhin ist kein Problem, würde ich sagen. Ja, mal schauen, wie lange die noch helfen.
Abgefahren, der Scheiß. Abgefahren. Und der nächste. Rums, Alter. Mehr geht nicht, Leute, Alter. Ne, also Scheiß. Ich habe ja gedacht, Close Combat, ne? Aber. Rappel, Alter. Ein bisschen was mit der Shotgun-Tour. Ja. Rums. Ja, wir müssen nur gucken, dass die Ecken, die halt frei liegen. Alter. Und beim Schießen. Alter, es ist so geil. Ich piss mir ein, ey. Oh, das ist der Hammer. Ey, das nächste Mal machen wir 4000 Minen. Ich hab doch gesagt, die sind geil. Oh, 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 komm, erwischte. Bums. Bitch Slam. Oh, die steht aber wieder auf. Die steht wieder auf. Pass auf, neben dir. Okay, eine Mine reicht offensichtlich nicht, um sie zu killen. Oh. Ist der tot? Ich hab wieder ganz vergessen, hier mein Super-Elixier zu saufen. Ich hab's. Jetzt hab ich hier das Beste schon verpasst. Und der Rechner stöhnt. Oh, der Hund ist reingekommen. Aber ich hab's schon. Das ist wie Flipper, Alter. Wie gut ist der denn? Lebt er noch? Ich glaube, der steht nicht wieder auf. Nee. Okay, so ein paar kommen rein. Und das erste Level up. Hey, den muss man irgendwann doch mal schießen. Oh, geil. Ich höre es nur auf allen Seiten knallen, ey. Ich habe mir Sorgen um unseren Keller gemacht, ne? Aber irgendwie, glaube ich, ist das gar nicht so nötig. Oh, die Spinne. Was ist mit ihr los? Der ist hier hochgesprungen. Echt? Krass. Ja. Müssen wir das Gatter höher ziehen beim nächsten Mal. Ah, wahrscheinlich. Aber ich mag eigentlich das freie Schussfeld. Ich hasse ja die Hunde, ne? Wie die Pest. Was ich hasse, ist, dass meine AK-47 nur 28 Schuss hat. Die hatte vorhin doch definitiv noch mehr. Sie hat jetzt definitiv nur 28 Schuss, bevor ich nachladen muss. Und das nervt mich gerade tierisch. Dann solltest du vielleicht deine Munition sparen. Liegt da was im Graben? Nö, nicht wirklich, ne? Redding! Ja, wir sind doch relativ safe hier oben. Noch. Ja, noch. Aber ich hoffe ja, dass es denn einfach wieder auf die nächsten Seiten sich verteilt. Ja, auf den nächsten Seiten geht es auf jeden Fall nochmal ordentlich nach vorne, dass das... Oh, hier ist einer oben. Der ist wieder... Der ist natürlich scheiße, dass sie hier hochfliegen und dann auch wieder aufstehen, ne? Ja. Alter, wie viele Viecher hier oben liegen, ne? Wow, Spinne oben. Komm, Bastard, Alter. Alter, ist der Hund gerade gesprungen? Was geht denn ab, ey? Ich glaube nicht, dass er gesprungen ist. Jedenfalls nicht freiwillig. Okay, aber das mit den Schredder-Dingern funktioniert ganz gut. Mhm. Auch, dass wir die nach innen gelegt haben, die Verkabelung. Alter, also gefühlt ist das Spiel dunkler geworden, tatsächlich. Ich habe auch Schwierigkeiten zu sehen, tatsächlich. Ja. Ich bin gerade das erste Mal froh in der Blutnacht um meinen Rotpunktvisier. Echt? Das ja. Siehst du? Das benutze ich tatsächlich auch nur, weil es den Schaden erhöht. Ja, will der Hund der Mitte hin. Boah, fuck! Was denn? So ein Explosions-Heini oder was? Nee, nee, geil. Achso, ja, gut. Oh. Ja, da ist er. Ja, unser ab und zu mal Mitspieler Eder hat uns ein paar nette Medkits gebastelt. Der hat darauf geskillt. Mhm. Fand ich irre gut. So dass wir jetzt ein bisschen besseres Verbandsmaterial haben. Jetzt schon wieder eine Spinne im Haus, ey. Kann man nicht angehen. Boah, da kommen eine ganze Menge Spinnen. Ja. Geben mir alles. Alter, ich. Switchen die diesmal nicht die Seiten? Ich komme immer weiter von der gleichen Seite, ey. Alter, was war das? Da hat sich einer gesprengt. Ja, stimmt.
Kann ich zu spät erwischen. Sorry. Aber da unten läuft noch alles, ist gut. Oh, Diggi, du musst meine, du musst die Einladung annehmen. Oh, stimmt. Gibt's Friendly Fire. Stimmt. Das wäre es auch jedes Mal vergessen. Ne? Also wir haben eben schon eine Weile gespielt gehabt, tatsächlich. Oh, die sind im inneren Perimeter. Wie kommen die denn hier hin? Oh, das gibt's doch wohl nicht. Oh, geil, aber volles Brot. Oh ja. So. Oh, weißt du was? Ich habe was vergessen. Na, was denn? Die hätten wir ja fast nicht mitgenutzt. Das wäre hier passiert. Alter. Was ist denn das da gerade für ein Tontaum schießen? Rabbennel. Der hat sich gelohnt, würde ich sagen. Oh, ich glaube, da will sich einer sprengen. Das kommt aufs Maul. Meine Fresse. Jetzt wird's aber doch nochmal heftig. Ja. Das ist ja auch noch gar nicht vorbei. Oh, Spinne im Haus. Oh, was ist denn das? Alter. Spinne hinter dir, Spinne hinter dir. Die hatte ich gerade niedergerotzt. Alter. Wie viele Cops das auch wieder sind, ey. Ich hab's gewusst, die Mumpeln sind zu wenig, ey. Alter, ich habe jetzt schon 6 Level. Geier, Geier, Geier. Oh. Versuchte ihn ein bisschen auf die Shotgun zu verlegen. Oh, dieses permanente Nachladen, das kotzt mich so an, ey. Bei der Shotgun meinst du? Boah. Nee. Nee, nee, bei der AK. Ach so. Okay. Sie sind da unten im Graben. Sie haben den einen toten Punkt, den wir haben, ey. Die switchen die Seite, die switchen die Seite. Oh, hier ist alles voll mit grünen Leuten, Alter. Was? Wo? Oh, tatsächlich. Südseite. Dann nehme ich jetzt gerade nochmal hier den. Da ist einer oben bei dir gewesen gerade. Naja, ganze Zeit schon. Meine Fresse. Nein, nicht nachladen. Ach komm, hör auf. So, gib mal Gas da unten. Sag mal, schießen. Ey, Knochengeier, ey. Meine Fresse. Komm her hier. Sackgesicht. Du bist vom Geier verfolgt. Tot. Ah, die Bomber kommen. Ja. Ich hab ihn erwischt. Ah, der läuft trotzdem noch weiter, das Dreckschwein. Ja, ja, ein Stückchen laufen wir noch. Rabemmel. Und da knallt's mir die Mühe. Ich hab nur noch 37 Schuss 9 mm, denn das Titel. Ja, gut, Shotgun hast du aber noch mehr. So. Shotgun hab ich aber nicht so viel Reichweite. Das ist richtig, aber dann. Lass ihn näher rankommen. Bis du das Weiße in ihren Augen siehst, Junge. Oder das Grüne. Ja, Alter. Geil. Ja, ich muss meine AK reparieren. Okay, mach das mal. Die Türmchen regeln, das wäre ganz gut. Oh, es nimmt ihn aus. Scheiß Spinne, ey. Ich muss tatsächlich auch haushalten mit der Munition. So viel zum Thema, die Minen reißen das, ne? Die reißen uns zum Schlöcher in den Boden. Aber das war ja voraus. Ja, gut, das war zu erahnen. Obwohl, nö, eigentlich gar nicht so. Ja, doch, auf Dauer auf jeden Fall. Meinst du? Jo. Es ist so herrlich zu sehen, wie die einfach nur. Naja, durch die Gegend fliegen. Ich stehe auch voll drauf. Ich bin ab jetzt größter Minenfan aller Zeiten. So, es gibt auf jeden Fall weiter aufs Maul. Ach, diese Scheißspinnen, ey. Zum Glück sind die manchmal auch ein bisschen doof. Ach, der überall fliegt.
Das war auch dein Raketenwerfer oder was? Das ist mein Dynamit. Ja, das reißt die Löcher in den Boden. Das waren drei Stangen, das, die anderen Löcher waren Sperr. Alter, ist das voll hier. Ich lade gerade erstmal wieder nach. Die wollen immer zum gleichen Loch, habe ich das Gefühl. Alter, sind ja fast nur noch grüne, ey. Ja. Leck mich fett. Ja, wir brauchen definitiv mehr zielgerichtete Lenkwaffen. Alter. Und jetzt wird's auch wieder so eine Ruckelpartie. Ich hasse es. Ja. Acht Fertigkeitspunkte zu vergeben. Ich hab erst vier. Echt? Naja, ich habe das Elixier genommen, ne? Ja, ich auch. Also du kriegst auch automatisch welches durch die mehr Punkte durch die Turrets. Das kannst du haben. Oh Mann, Schips. Rums, Alter, die hier sind genau was Mine gerade gespawnt, auch nicht schlecht. Ich überlasse dir mal komplett den Nahbereich, ne? Also ich gucke wirklich, dass ich nur hinten irgendwie was wegnehme. Und die Türme so ein bisschen umstelle. Weil sonst reicht meine Mumpel auch nicht mehr lange. Alter. Ich guck mal einmal im Keller. Dürfen Seiten noch nicht drin sein. Doch, sind sie. Unten fehlen schon die Leitern. Also wir können nicht mehr runter. Wenn jetzt da die Generatoren... Oh, scheiße, ein Boomer. Vergiss es, Freundchen. Alter, hast du ein Glück, dass dieser scheiß Geier jetzt gerade da ist. Alter, die reißen aber auch gleich rein, ey. Das wird Dynamit. Auf jeden Fall fehlen unten Teile. Ich hoffe, kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur nicht sichtbar waren. Okay, er stirbt. Noch ein Boomer. Ich wollte das Scharfschützengewehr mitnehmen, ich Idiot. Erwischt. Sauber. Alter, ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe meine 1000 AK-Mumpeln verballert. Ja, ich habe nur unwesentlich mehr gehabt. Ich glaube 1400 oder 1500. Ich habe jetzt echt nur noch Schrotmunition. Ja, sei froh. Damit habe ich nicht gerechnet, Alter. Damit habe ich echt doch, nicht gerechnet. Damit habe ich alle mal gerechnet. Ich nicht. Die letzten Male bin ich mit meiner Munition immer richtig klar gekommen. Ja, also wenn ich mit der AK spiele, brauche ich meistens so um die... Scheiße. 2 bis 3000 Schuss. Erwischt. Penner. Los, komm. Ja, genau in der Mitte. Sauber. So macht das Spaß. Ja. Okay, es switcht aber langsam ein bisschen rüber. So dass sie jetzt aus Richtung Westen kommen. Die Frage ist, was mache ich? Wenn ich keine Mumpel mehr habe. Warten. Oder nuklearer Nahkampf. Nuklearer Nahkampf ist, wenn du lange sagst. Warten. So, du kannst hier schon mal auf der Front ein bisschen aufholen. Alter, sind das viele. Mhm. Und 10 Fähigkeitspunkte. Auf weite Strecken kann ich mit der Pumpgun nichts anfangen. Ja,
Ich, pass mal auf, ich hol mal gerade das Scharfschützengewehr. Es kann sein, dass hast ich. Du, hast du noch Munition davon oder dafür? Minimal. Ich hoffe, ich komme mal wieder zurück, ey. Komm schon. Wo ist es? Da, das ist doch ungemoddet. Warum? Wo ist, da ist mein gemoddetes. Zack. Okay. Ja, sieht mir natürlich schön hinterhergekommen, ne? Direkt ins Minenfeld. So, und legen die Jungs auch wieder los. So, Scharfschützengewehr steht. Und jetzt sind sie wieder bei den Minen. Das heißt, wieder einmal ein Schluck. Oh shit, von Norden kommen sie auch. Aber volles Brot. Ja, weil ich da gerade rübergerannt bin wahrscheinlich. Man kann es halt minimal doch lenken, ne? Da ist eine Spinne, die buddelt sich gerade rein. Da war eine Spinne. Ja, die buddeln hier lange. Rabimmel. Ja, mal gucken, was unsere Rampe hält. Aus Holz. Ja, scheiße. Gut, dass ich jetzt noch gegangen bin. Alter Vater, ey. Also so geil Minen sind. Ja, was wir uns letztens gefragt haben ist, was bringen Radkappenminen und sowas? Haben die mehr Schlagkraft? Haben die mehr Power? Weil sie kosten ja nun mal... Rabbel. Abflug. Sie kosten ja nun mal nicht unwesentlich weniger tatsächlich. Mehr. Macht sich ja tatsächlich bemerkbar. Und das wäre die Frage, lohnt sich der Aufpreis? Aber mal testen. Was denn? Ach, meine Rohrbomben räumen hier gerade auf. Solange sie nicht die Minen aufholen? Nö, nee, nee, da ist alles schon frei. Alter. Scharfschützengewehr bringt gar nichts. Nee. Ja, also nicht, weil es... Sondern weil es A ruckelt. Oder meine Türme einfach drauf ballern. Und ich dann eh keinen Treffer setze. Noch 2000 Schuss für die Türme. Okay, sie sind wieder Close Combat. Und wo rennen die alle hin, ey? Ich muss da mal aufräumen, egal wo sie hinlaufen. Könnte sich ja mittlerweile ein bisschen was gesammelt haben. Ne? Wherever it is. Ne. 11 Fähigkeitspunkte. Nee, du Assi. Alter Vater. Was ist denn mit euch nicht richtig, ey? Abhauen. Die wollen alle zu diesem dämlichen Loch, ey. Okay, der ist drin. Ach, hier lauft ihr lang. Ah, alles klar. Alter, was ist mit den. Was ist denn mit den Rockern los, Alter? Ja, die laufen hier alle lang. Blöd. Die sprinten ja wie blöd. Ja, ja. Wir haben hier ein Loch und da wollen die alle hin. Wie behämmert. Aber das ist natürlich genau mein Ding. Das ist nicht Close Combat. Ah, genau, hier. Okay. Ja, und vor allem alle schön auf einen Punkt, ne? Mm. Macht die Sache natürlich einfach. Die Rotte ist weg. Alter. So ein paar sind dazwischen, ne? Die rennen auf die Hulle. Oh ja, hier sind Massenansammlung, stehe ich drauf. Das macht Boom, Junge! Ja. Das macht echt Boom. Oh, die sind hier ganz schön vorne nah dran. Wir sollten hier vorne auch noch so eine Schredderräder hinbauen. Und der nächste Level ab.
330 Schuss. Ich komme mit dem Ziel nicht hinterher, der die Engine macht mich gerade in den Ja. Aber ist auch gleich wieder Sense, ne? Wir sind bei 3:10 Uhr. Ja. Besser ist auch. Schade, Nordflanke hätte mir noch gefallen. Da war ja recht wenig los. Aber gut, weniger Minen aufzufüllen, sehe ich mal positiv. Ja. Wir können auch vom Glück reden, dass wir den kannst über Minen laufen, Kirk, haben. Den was? Ansonsten, du kannst über Minen laufen, Kirk. Könnte froh sein, dass wir den haben. Ja. Weil ansonsten will man nicht mal reinkommen. Der ist uns ziemlich schlecht ergangen. Ich bin ja gespannt, ob die Geschütze unten noch stehen. Alter, hier leuchtet alles einfach nur stumpf grün. Ja. Überall. Oh, einfach nur reinhalten. Zack. Dann fallen die nicht mal tot um, ey. Jetzt wird es auch Zeit, dass hier langsam Sense ist. Ich bin bei 9 Frames. Echt? Ja. Ich bin bei, gucken wir mal. 15. Jetzt bin ich auch bei 15. Na komm, geht auf. Alter, wie behämmert. Nein, ich bin runtergefallen. Scheiße, kannst du mir unten die Tür aufmachen? Moment. Ich muss da erstmal hinkommen mit meinen 10 Frames. Oh, fuck. Ich bin nach ganz unten gefallen. Nach ganz unten? Ja, und ich komme hier nicht raus. Oh, hier ist alles voller Zombies. Scheiße! Die sind hier drinnen. Oh, fuck. Ja, versuch irgendwie die Tür aufzumachen. Ich stehe direkt davor. Ich komme aber nicht hoch, Digi. Wie, du kommst nicht hoch? Ich bin nach ganz unten gefallen. Hast du keine Dings dabei? Keine Plätze? Nee. Das ist ganz schlecht. Ich muss mich jetzt erstmal um die scheiß Zombies kümmern. Ja, warte mal. Alter, ich weiß nicht, wovon ich hier gerade so viel Damage kriege. Ich muss mir echt was bauen, ey. Ach du Scheiße. So, ich gehe jetzt in den Graben rein. Ach nee, scheiße, ich kann nicht in den Graben rein wegen diesen scheiß Blades. Was willst du denn noch in dem Graben? Du, das wird hier gerade echt kritisch. Alter. Okay, scheiß drauf, nukleare Nahkampf. Nukular, das Wort heißt Nukular. Also ich bin lieber auf freiem Feld gerade als auf diesem dünnen Graben außenrum. Ach warte mal, ich kann doch. Ah ja, warte. Okay, das wird interessant, das wird interessant. Ich komme nach. Ich bin rausgekommen. Ich hatte noch Leitern. Ja, ich komme nach oben. Vergiss nicht, die können Leitern klettern, ne? Oh, ist auch vorbei. Jetzt müssen wir erstmal hier aufräumen. Ja. So, ich bin wieder oben. Das ist schön. Ich kann die Geschütze wieder bemannen. Und hier fliegen nochmal ein paar Viecher in die Luft. Und die letzten. Alter Vater, ey. Gut, ich. Setz die Türme einmal um. Gott sei Dank, man gibt's eine Pumpgun. Oh, scheiße. Ja, die hätte ich da unten gerade lieber gehabt. Meine Fresse. Büdüm. So, nehmen wir euch mit. Oh, die Frames erholen sich sehr schön. Boah, ist das schön, ey. Mehr als 30 Frames haben. Jupp. Alter, ist ein Schlachtfeld hier. Und damit ist Ruhe. Wupp, wupp. Wir haben es mal wieder geschafft. Ja. Alter, nee. Ach nee, guck mal, da ist noch so eine einsame, kranke Schwester. Sag mal, haben unsere Geschütze gar nicht geschossen?
Doch, die haben geschossen, aber vor das Boot. Oder meinst du jetzt die 9mm Geschütze? Die 9mm, die haben nicht einen Mucks von sich gegeben. Die haben nicht einen Schuss abgegeben. Ja, schön. Und ich hätte die Munition gebraucht, Alter. Ganz toll. Na doch, der hier. Der hier hat ein bisschen was weggehämmert. Der hat auch nicht einen Schuss abgegeben. Scheiße, ey. Und ich habe einen richtig fiesen Widerhall bei dir. Ist nicht gut. So, looten wir doch mal, wa? Ich genieße auf jeden Fall gerade die flüssigen Frames. Ich genieße die Ruhe, Alter. Ey, sitzt das. Also unsere Brücke hat es auf jeden Fall überlebt, das stimmt. Ja, das hätte ich nicht erwartet. Also nicht mal annähernd. Aber gut, es gibt auch keinen Grund, warum die darauf rumhauen sollen, ne? Oh, der Eder ist da. Der hätte jetzt auch noch mitmachen können. Ärgerlich. Oh, hier schreibt mich irgendwer an. Wahrscheinlich der Herr Eder. Nee, das eher nicht. Leere Dose, was haben wir denn hier für Schrott? Ich bringe jetzt mal ein bisschen was rein. Ja, ein paar hat's erwischt. Von unseren netten kleinen Dingern. Aber nicht viele. Das hält sich, glaube ich, in Grenzen. Sag mal, jetzt kann auch keiner mehr rein und Dings hier, oder? Ja. Und die Türen aufmachen. Die Shotgun-Turrets sind auf jeden Fall down. Ja, gut, damit habe ich gerechnet. Alles, was Nahkampf ist, ne? Das kann schon mal zu Problemen führen. So. Stehen unsere Leiter noch? Ach, du hast dir Sorgen um die Leiter gemacht. Einwandfrei, Junge. Ja, bevor es repariert man. Jetzt dir mal Sorgen um die Decke gemacht. Die ist nämlich kaputt. Die habe ich vorhin auch repariert. Scheiße. Gut, aber es hat ja alles relativ gut funktioniert. Ich bin glücklich. Das lief einwandfrei eigentlich. Und es war höllenwitzig am Anfang. Ja, auf jeden Fall. Also es war nicht nur am Anfang witzig, ich fand das die ganze Zeit witzig. Ich konnte gut lachen. Ja. Ich mag es nur nicht, wenn die Frames so extrem down sind. Ja, ist halt scheiße. Da, aber da dauert das Umdrehen echt mehrere Sekunden. Naja gut, das nun nicht, aber also bei mir nicht. Ist nicht ganz so schlimm. So, ich mach jetzt mal die Türen auf. Alter, ist echt alles kaputt. Oh, ich glaube. Hat es den Generator dafür zerwichst? Ich glaube, der Generator für die Türen ist kaputt. Das ist nicht gut. Aber wie? Da stimmt der war unten, ne? Nee, eigentlich oben. Oben auf dem Dach. Und der hat das Dach ist doch dicht, oder? Und der hat auch eigentlich keine Verbindung. Ich habe hier vorne auch zugemacht. Oder du? Ist ja scheißegal, wer zugemacht hat. Irgendwer hat zugemacht. Was wir auf jeden Fall brauchen, sind Gitter. Ach, guck mal. Ich weiß, was das Problem ist. Das war ja dumm. Na, was denn? Na, ich habe die Verkabelung weggemacht von den Türen. Jetzt gehen die auch. Und deswegen gingen auch die Türme nicht. Ja, jetzt laufen die ganzen Türme. Scheiße. Was ein Piss. Na egal. Ich gehe weiter looten. Ja, das war Blutnacht Nummer 4 mit gut 2000 Minen. Was lernen wir daraus? Noch mehr Minen sind noch cooler. Mehr Minen. Definitiv mehr Minen. Viel mehr Minen. Minen sind genau mein Ding. Und vor allem so schön günstig, weißt du? Die kosten quasi nichts. Ich davon. Ja. Das macht Spaß. Minen machen Spaß. Irgendwer schreibt mich doch hier immer noch an. Ach, da unten ist noch eine einzelne Spinne. Und tschüss. Jetzt habe ich die Fallen natürlich nicht ausgestellt, ne? Auch schlau. So, aber ich muss eh nochmal rein. Den neu erworbenen Reichtum wegbringen. Wir hätten uns da vielleicht auch mal einen zentralen Schalter machen sollen. Ich wäre dafür, dass wir so wenig wie möglich mit Schaltern arbeiten, aus den elektrischen Sachen. Wieso? Aber das weißt du ja. Naja. Die Generatoren für die Türme wären vielleicht schon cool. So, was wollte ich jetzt? Genau, nach ganz unten. Oder hier die Hälfte. Ah, hier unten sind sie reingekommen. Oder du. Ja, das habe ich gemerkt. Die Türen waren nämlich offen, also da waren gar keine Türen drinne. Stimmt, nee, wir hatten doch da zwei Blöcke vorgesetzt und die waren noch nicht durchgetrocknet.
Ja, wahrscheinlich sind die deswegen so fix durchgekommen. Ja, ich das ihn, kann sein. Ich bin da runtergefallen, weil sie ja die Dinger da kaputt gemacht hatten oder was weiß ich. Und nee, das war nicht die. Nee, das war die andere Seite. Das ist der tote Punkt, den wir da drin haben. Scheiße. Ja, müssen wir was finden, ne? Da müssen wir uns was überlegen, ja. Ich würde sagen, dann machen wir einfach mit Spikes dicht. So, jetzt ist mal alles aus. Ach, meine Güte. Und es läuft immer. Oh, ich bin infiziert, sehe ich gerade. I need antibiotics. Und hier brauchen wir einen Weg nach oben. Ätzend. So. Aber jetzt können wir erstmal im Gang gucken, was da so. Kannst du mal aufmachen? Danke. Und hier bitte auch auf. Wieso ist hier jetzt kein Strom? Was ist denn hier los, ey? Ich weiß nicht, ja. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch verwirrt. Kommt halt von hier Strom. Ist mir erstmal Lachs. Wieso kriegst du. Willst du mich rollen oder was? Achso. Na, geht doch. Das Mädchen guckt Fernsehen? Nee, Final Fantasy 7 Remake zockt sie. Es klingt aber, als würde sie ein Anime gucken, ja. Habe ich auch schon öfter gedacht. Sehr schön, ich kann jetzt eine Magnum bauen. Hey, aber ich habe gerade eine Menge Messing gefunden, das finde ich gut. Ja, habe ich auch tatsächlich. Das wird gleich erstmal eingeschmolzen. Oh, ey, meine Framerate ist immer noch so scheiße. Meine ist wieder bei 42, das geht noch. Nee, ich kämpfe gerade noch ein bisschen. Und weiß gar nicht warum. Ehrlicherweise. Was wir auf jeden Fall dringend brauchen, ist wieder 9mm Munition, die guten Scheiß. Ja, gibt's beim nächsten Mal wieder mehr. Jetzt sind die Türme sind da quasi noch voll. Und ja, die brauchen ja, müssen jetzt nicht auch munitioniert werden. Das war halt beim letzten Mal. Lass mich mal grob durchzählen. Das sind 2, 4, 8 Türme mit jeweils 600 Schuss. 8 mal 6 sind. Erzählen wir was. Oh, ein Blasebalg, schön. 480 Schuss allein für die Dings hier. Für die Türme, die gebraucht wurden. Die haben hier aber auch aufgeräumt, ey. Meine Fresse. Und ich krieg schon wieder nicht alles mit. Der ist eh nichts wert. Ist ein bisschen was wert. Das brauchen wir nicht. Schnell mal Vitamine. Vielleicht hilft das. Katzenfutter. Das ist doch auch nichts wert hier. Das. Damit. Das Katzenfutter behalt. Nee, Hundefutter brauchen wir doch auch nicht. Hundefutter auch und Katzenfutter bitte auch. Okay. Das war auch wichtig für irgendwas. Ich hab's vergessen. Für irgendwas, okay. Für Buffs. Für irgendwelche Buffs. Hauptsache Buffs. So. Ja, diese Dose Miso-Suppe. So. Nun ist auch Tiddy hier. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Alter, und es läuft immer noch so dreckig. Warum, ey? Hä? Wie ist das denn bitte gerade passiert? Was ist passiert? Naja, wenn ich baue ich über meinem Kopf. Obwohl ich nach unten gucke. Was ja recht seltsam ist. Ah, ich stehe falsch. Das macht Sinn. Wo ist denn hier der Weak Spot? Hier ist der Weak Spot. Ja, warum ist das so? Warum haben wir hier diese Weichpunkte? Weil wir natürlich nicht von Anfang an mit diesen Schredder-Dingern konzipiert haben. Nee. Alter, was ist denn hier los, ey? 11 Frames. Ich kotze. Und ich check nicht, warum. Ich muss sagen, also bei mir läuft alles. Also ich bin in der Base und hab 82 Frames. Ja, weil die Sonne wieder so bescheuert über diesen blöden Bäumen steht. Und das drückt die Frames immer so runter. Ja, beim Haus steht sie nämlich nicht mehr so doll dahinter und dann geht's halbwegs. So. Aber unsere Kartoffeln sind fertig. Michi, kannst
Time for Gulasch, Junge. Time for Gulasch. Time for Gulasch. Ich packe nur gerade ein bisschen was weg und dann hole ich alles, was wir brauchen für Gulasch. Was gehört denn hier noch rein? Das kann hier rein. So. Kann ich jetzt mal alles für den Gulasch holen? Ihr seid live dabei, wenn wir das erste Mal Gulasch machen. Mit unserem was kleinen süßen Fältchen hier. Mais, Kartoffeln, Fett und Fleisch. Nee, Eintopf ist das, glaube ich, ne? Wilbret Eintopf. Kann sein. Meine Güte. So. Ich lege dir das mal alles in den... Ach scheiße, ich mach's mal in die Lagerkiste rein. Zack. Und Kartoffels. Da. So. Das klingt erstmal ganz gut. Obwohl, fünf Kartoffeln bräuchte ich nochmal, damit ich noch einen Samen machen kann. Lass mich raten, zu spät. Das war Glück. So, denn... Aber ich hab jetzt Fett, Mais, Kartoffeln und Fleisch, aber ich kann das irgendwie noch nicht machen. Wieso nicht? Also. Was soll das? Wolltest du Steak mit Kartoffeln? Nee, Wildbrateintopf. Wildbrateintopf. Ach, Flasche Wasser fehlt. Na gut, davon haben wir genug. Ja, wie dem auch sei. Wir daddeln jetzt noch ganz kurz weiter und dann muss der mich ins Bett, weil mich hier frühschicht. Ja. Und euch würde ich schon mal entlassen aus unserer kleinen Blutnachtfestung hier. Unsere Blutnachtfolge. Wir gucken uns von oben nochmal das Schlachtfeld an. Das echt evil aussieht. Reines Kraterwerk rundherum. Aber es ja, war viel davon, viel davon hat auch ein bisschen Dynamit gelöst. Ja. Also damit sollten wir sparsam umgehen. Wie wär's mit Nein? Wie wär's mit Ja? Weil guck mal, da wo du das nicht gemacht hast, die Seite, die Ostseite tatsächlich, die ist kraterfrei. Da ist nicht ein Loch im Bogen. Aber ich mag Dynamit, Alter. Ja, ich mag auch Dynamit, aber nicht, wenn wir uns damit das ganze Terrain umflügen. Dann macht das halt wenig Sinn. Und vor allem die Hälfte... Ich bin doch sowieso derjenige, der das repariert. Ich nicht, oder was? Ich stehe nur da und schaufel neue Löcher, oder wie? Du bist Anweisung. Oh, hier gibt's noch... Loot. Das will ich noch haben. Na komm. Pff, oder auch nicht. Ich bin immer noch voll. Scheiße. Wie dem auch sei. Wir schalten mal um hier. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hatte auf jeden Fall irre Fun. Wie nennen wir die Folge? Bouncing Zombie? Zombie Flipper. Zombie Flipper ist auch gut. Ne? Lasst doch mal vielleicht Kommentar zur Basis da. Wie gefällt ihr euch? Was sagt ihr zum Design? Was könnten wir besser machen? Was könnten wir schlechter machen? Ne? Und wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne ein Like und ein Abo und Teil, Social Media und so. Wupp, wupp. Ne? Genau mein Scheiß. Mhm. Und ja. Facebook, Instagram, wo ihr wollt. Genau, haut's hin, wo ihr wollt. Ansonsten, ja, würde ich sagen, ich hoffe, wir schaffen bis zur nächsten Woche wieder eine Blutnachtfolge. Ich glaube es allerdings nicht. Ich glaube, jetzt müsst ihr erstmal 2 Wochen warten. Aber das macht gar nichts. War witzig. Ich hatte Spaß. Der Michi hatte Spaß. Oh ja. Der Michi kann auch Tschüss sagen. Wo bist du denn? Bye bye. Du treibst so ruhig rum. Hier kannst du in die Kamera winken. Guck mal, ich schalte nochmal um. So, hier. Genau so macht man das. Ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdt.